Unsere Artillerie beginnt um 4.30 Uhr verstärkt Sperrfeuer sowie Nebelgranaten zu schießen. Melde mich zur Stelle, Herr von Lex. Jetzt und hier? Ja, ja, ich werde mit Ihrer Kompanie mit nach vorne gehen. Das ist nicht die Aufgabe eines Feldgeistlichen. Gottes Wind, Herr Pater. Ich danke Ihnen schön. Auch mein linkes Beinchen, selig, ruht in fremder Erde. In Rumänien, das hat ein Sanitäter in Sostelec vergraben. Im rechten Bein bin ich eigentlich schon in München. Na komm. Provinzial Rösch. Er und der Herr Kardinal wünschen unter den gegenwärtigen Umständen nicht, dass sie sich durch eine Übertretung des Gestapo-Verbots erneut exponieren. Wohin wäre denn das Christentum gekommen, wenn die Apostel sich verboten gefügt hätten? Wohin? Nein, nein. Jedes Taktieren gegenüber dieser gottlosen Diktatur wird die Lage der Kirche nicht verbessern. Im Gegenteil.